Schokolade. Schokolade? Schokolade? Kennt jeder. Riecht gut. Außer es sind Rosinen drin. Oder? Und ja, das ist eine echte Werbung und nein, die ist nicht die schlimmste heute. Mika, was war denn damals los bei euch? Da schwimmt ein Stück Schweizer Schokosamen. In der Frau? Im Fernsehen? Bei Lindröther noch Chefkoch wär's schön in Topf und bei euch? Da kriegt die längste Praline der Welt echt eine andere Bedeutung. Und warum ist die lila Milka-Kuh in Wahrheit eigentlich eine Lüge? Schokolade, die zarteste Verführung, seitdem wir andere Länder unterwerfen. Quadratisch, praktisch, böse. Der Snack für alle Altersklassen in allen Aggregatzuständen. Schokolade kann man trinken oder essen oder irgendwas dazwischen. Es ist zu viel, es ist zu weird, es ist zu fragwürdig, um nicht die Frage zu stellen. Schokolade! Was ist eigentlich falsch mit dir? Und wir hatten es ja gerade, die Werbung auf jeden Fall. Ü-Eier haben das Horrorgenre neu glasiert. Kinderschokolade hat so getan, als könnte ein Liter Milch durch drei Tafeln Schokoladefressen ersetzt werden. Und dass Haller damit geworben hat, wie ein weißer Zuckermann nach Afrika fliegt, um sich eine Kakaofrau auszusuchen. Da kommen wir später zu. Wir haben nämlich heute ein ganz schönes Zeitlimit. Wisst ihr, wie viel Schokolade es da draußen gibt? Rittersport, Schoketten, Toblerone, Kinderschokolade, Mondelez, Jogurette, Langnese, Smarties, Moserot, Schokör, Haché, We Happy, Masi, Alpia, Sarotti, KitKat, Dein, Milka, Lind. Und dann hat jeder Laden noch seine Eigenmarken, andere Marken haben ihre eigenen Läden und dann hat jede Marke noch 20 verschiedene Sorten und Versionen und Geschmacksrichtungen und... Es reicht. Es ist genug. Was sagst du zu Schoki? Isst du die? Welche Marke? Magst du weiße Schokolade? Raus. Raus! Und der Rest schreibt mir mal seine Meinung in die Kommentare. Ich esse auch weiße Schokolade. Was mache ich mir vor? Ich gehe raus. Um fair zu Schokolade zu sein, muss man sagen, die verfolgt uns schon echt lange und irgendwo hat die also auch ein Recht, so massig vertreten zu sein. Schon seit 1000 vor Christus haben die Olmeken nämlich Kakaobäume angebaut. Da bekommt dann Milkas... Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Nochmal eine ganz andere Bedeutung. Die Lila Milka-Kuh steht einfach über Adams Apfel, aber to be fair, für eine Noisette würde ich auch aus dem Paradies gehen. Also können wir einfach kurz festhalten, dass der Schokogenuss auch einfach prozentual mit der Kakaokonzentration scaled? In welche Richtung? Debattiert in den Kommentaren. Je mehr, desto besser. Außer ab 90 wird's wieder eklig. Ich glaube, es ist so eine Kurve. Gaußsche Normalverteilung, aber umgedreht. Schokolade wurde dann ab den Maya in Südamerika als Trinkkakao genusselt, bevor unser liebster Volksmörder Hernán Cortés die Maser nach Südamerika und die Trinkschokolade nach Europa gebracht hat. Der war quasi Willy Wonka. Nur sind bei dem halt alle Oompa Loompas gestorben. Bis zu ihrer ersten wirklichen Tafel war es allerdings noch ein sehr, sehr langer Weg. Die wurde nämlich erst 1847 von der Firma Fry & Sons in Form geprügelt. Und in den 173 Jahren von da bis heute ist dann... alles andere entstanden. Milka, Rittersport, Lind, We Happy, Messi, ihr versteht. In dieser Zeit hat sich allerdings auch das Image von Schokolade ganz schön verändert und damit auch die Werbung. Im 17. Jahrhundert noch als fast nie gesehenes Getränk der Schönen und Reichen gehandelt und auch 1900 noch ein edles Getränk der High Society, ist das Image von Schokolade heute mehr so, Du wolltest Kuchen und du kriegst Kuchen und jetzt... aufessen! Anders! Schokolade ist heute die Go-To-Süßigkeit für alle Altersklassen und aus dem seltenen Anlass ist mehr so der tägliche Einfress geworden. Die Schweiz schaufelt pro Kopf einfach 9 Kilogramm Toblerone im Jahr und der durchschnittliche Deutsche ist immer noch mit kräftigen 8 Kilo fleißig am Kakao vernichten. Gleichzeitig heißt das aber auch, mit edel kann man eigentlich nicht mehr werben, außer man ist Lind. Und edel ist an der Schokolade eigentlich nix. Und entsprechend hat sich auch die Werbung über die Jahre gewandelt. Zum Beispiel war man früher echt nicht gerade subtil mit der Gehirnwäsche in seiner Werbung. Und dann ist sie doch unter der Dusche und wird abgestochen, oder? Ohne Mist, wer hat denn da im Aufnahmestudio gesessen und sich gedacht, und jetzt flüsterst du Accelerando Hot Chocolate, Drinking Chocolate für 30 Sekunden und dann machst du Feierabend. Generell war es früher ein Theme, einfach völlig ungewollt, die gruseligste Werbescheiße zu produzieren, die sich irgendjemand durch den Kakao ziehen konnte. Kinder, ihr Bauschecki. Ich wusste gar nicht, dass H.P. Lovecraft zwischen seinen Geschichten über neue Farben und Tentakelmonster auch Werbung produziert hat, aber... das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Diese Kreatur wurde in den 80ern genutzt, um Ü-Eier unter die Leute zu bringen. Und ich sag's, wie es ist. Hat bei mir jetzt nicht geklappt. Im Gegensatz, Alter, ich würde die auch landesweit verbieten wie die USA. Aber nicht, weil man sich dran verschlucken könnte, sondern weil... ich fühle kein gehobenes Interesse daran, ein Produkt zu kaufen, das mich auch nur einen hypothetischen Schritt näher an Real-Life Humpty Dumpty bringt. Wenn ich das als Kind sehen würde, dann würde ich nicht an Schokolade denken, sondern mir vorstellen, wie mir ein meterhohes Fleischei langsam die Haut vom Gesicht... pellt und dabei... Totally yum and chocos come with multi-pop bubble die!
Geräusche macht. Und wenn wir schon die Kurve zum Intro machen, schauen wir doch noch kurz auf die verdammlich weirde Werbung von Haller aus den 50ern. Und was soll ich sagen? Ich hoffe einfach, dass es nicht so gemeint war, wie es rüberkommt, aber ich fühle mich einfach ein bisschen unwohl, wenn ich einem weißen Zuckerturm zugucke, der sich aus einem afrikanischen Hain eine Braut aussucht und dann ohne zu fragen wieder mit nach Europa mitnimmt. Das sind einfach diese Vibes, die ich nicht unterstütze. Nestle, by the way. Für die ungebildeten Jungspunde unter uns übrigens noch ein kleiner Zuckerdiskurs. So hat eure Oma damals noch den Zucker gesehen. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Ja, und dann ist die Werbung vorbei. Naja, Zucker wurde damals wie heute aus Zuckerrohr rausgekocht und der heiße Zuckersirup dann zum Auskühlen in kleine Zylinder gegossen, wo er dann hart geworden ist. That's what she said. Und diese Form bekommen hat. Und dann wurde der Turm am Tisch einfach Minecraft abgebaut und das meine ich nicht figurativ. Metaphorisch oder rhetorisch oder poetisch, theoretisch oder auf sonst irgendeine fancy Art. Sondern literarisch. Du hast damals zunehmend fancy Zuckerspitzhacken auf dem Tisch liegen, mit denen du dir dann einen Stack Saccharose selbst farmen musstest. So. Exkurs vorbei, zurück ins Klassenzimmer. Und wenn wir über Schokolade reden, kommen wir natürlich nicht am Großmeister der tafligen Schokoladen vorbei. Milka. Die Tafel, die nicht nur einmal mit beworben wurde. Und mit nicht nur einmal meine ich praktisch jede Werbung bis 2000. Ich hätte gerne eine Milka-Schokolade, eine Milka bitte. Welche Milka? Es gibt 7. Wer kennt's nicht? Du liest Zeitung auf der Zugspitze und dann steht da ein Kiosk auf der Zugspitze und dein erster Gedanke ist, diese Kioskfrau soll mal an meiner Spitze ziehen. Und sie dreht dir dann 7 Tafeln Schokolade an. 7. Heutzutage wird's insolvent gehen, wenn du alle auf einmal kaufst. Bitte lasst ein Like da, das wäre echt teuer. Oder du fährst zum Skifahren mitten im Sommer und eine vollbusige Milka-Frau sitzt oben im Spagat, damit du den Schwung vom Lift direkt zum Einparken nutzen kannst. Passiert mir immer wieder, wenn ich alleine auf der Couch sitze und wieder 4 Packungen Lüfli wegfresse. Und letztlich natürlich... Punkt. Die Werbung ist einfach nur... Der Ritt der Walküren, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann sind da Samen. Punkt. Hoch 2. Keine Pointe. Milka hat mir einfach auf den Fernseher gemolken. Also Chef, die haben einfach nur Koitus und der Joke ist, dass die für Runde 2 gehen. Können wir das so rausschicken? Und der Chef so? Ist cool, man. Mein Gott. Warum war die Werbung so horny? Eure Anblick ist es, gell? Die sind auch alle über 2000. Und die haben nicht nur wieder Werbung, sondern auch noch ganz andere Intrigen zu erzählen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Milka das Schokomonopol auf der Farbe lila hat? Und aus markenrechtlicher Sicht ist das ein absoluter Skandal. Farbmarken sind nämlich so der heilige Gral der Markenvergabe. Das ist ja auch logisch, denn unsere Werbung wäre ganz schön grau, wenn Nestle jetzt einfach den Regenbogen-Trademark und wir alle verklagt werden würden, wenn wir den Drucker nicht auf schwarz-weiß stellen. Und darum werden Farbmarken nur sehr, sehr, sehr selten vergeben. Beispiele sind da der ADAC mit Gelb, weil ein gelber Rettungswagen und die gelben Engel halt einfach ikonisch sind und im gelben Auto Platz machen, Leben rettet. Der Telekom gehört Magenta natürlich, weil Magenta und Telekom zusammengehören wie beschissene Scheiße und Kacke und Telekom. Und seit 2010 darf keine andere Marke eine Schokolade mit lila Verpackung auf den Markt bringen, weil es automatisch eine Verletzung des Milka-Markenrechts wäre. Da wirst du direkt zwischen 2 lila Küken gespannt und in der Mitte durchgerissen. Und komm mir nicht mit Cadbury Dairy Milk Chocolate, der Laden gehört literally Milka. Die dürfen das. Können sie ja schlecht selbst verklagen. Ich zeig dich an. Ich mich auch. Und dieses leicht ausgewaschene Pastell-Lila wird jetzt auf alles geklatscht, mit dem Milka die Moneten abmelken will. Autos, Flugzeuge, Milka Philadelphia. Und während Milka ganz gierig auf ihr Lila bestanden haben, wollten sie gleichzeitig auch noch eine andere Marke ihren Erkennungswert klauen. Von 2017 bis 2020 war Milka nämlich mit Rittersport im Krieg, weil Milka ihre eigenen Schokoquadrate rausbringen wollte, Rittersport aber gleichzeitig gesagt hat, dass das Quadrat der beste Erkennungswert von Ritter sei, wie der Slogan uns allen schon seit Jahren einmanipuliert. Quadratisch, praktisch. Oh, Jumpscare. Milka. Milka wollte das aber nicht wahrhaben und so musste der Bundesgerichtshof erst schlichten und die Quadratform für Schokolade an die Rittermarke geben. Aber egal, welche Marke ihr kauft, Schokolade hat irgendwie und irgendwo immer Dreck am Stecken. Und da hört's ja noch nicht auf. Ihr kennt doch alle die Tafelgrößen von Milka, nicht wahr? 100 Gramm für die kleine Tafel und 300 Gramm in der dicken. Richtig? Falsch. Die meisten Milka-Tafeln sind nämlich über die Zeit ein bisschen eingeschrumpelt und vielleicht hat Milka vergessen, dir Bescheid zu geben. Verschiedenste Tafeln haben nämlich seit 2018 ganz schleichend angepasste Gewichtungen bekommen.
Guck dir das an! Milka Waves ist die bis jetzt leichteste Tafel von Milka. Gleiches Format wie der Rest, aber nur noch 81 Gramm, die du für den gleichen Preis kaufst. Milka sagte als Erklärung übrigens, dass das Ganze offensichtlich kein Beschiss ist, eine leichtere Tafel in der gleichen Verpackung zu verkaufen und ihr eine schwieriger zu deutende geometrische Form zu geben. Nein, nein! Waves kostet einfach ein bisschen mehr in der Produktion, darum ist sie im Verhältnis teurer als eine Tafel Alpenmilch. Das sieht man doch schon, wenn man sich die Tafel anschaut. Und die Tafel so? Ja doch, Alter, da steckt mehr Liebe drin. Und Liebe muss bezahlt werden. Das ist literally ein stückiger Kuhfladen, Milka. Wen wollt ihr denn hier eigentlich verarschen? Ach ja, mich. Boykottier Milka mal jetzt bitte. Vielleicht schaffen wir es ja, die 100 Gramm zurückzuholen. Klebt euch bei denen an die Scheibe fest oder so. Und jetzt noch ein finaler Schocker. Die Milka-Kuh ist gar nicht lila. Die ist nur eingefärbt. Und wurde nicht mal von Milka selbst erfunden und sollte eigentlich geschlachtet werden. Aber dann gab es einen riesen Backlash und sie wurde nicht geschlachtet. Und dann hat sie Arthrose bekommen und wurde geschlachtet. Anyway, geklaut! Erstmals eine lila Kuh hat nämlich die Böhme Schokoladen GmbH schon 1936 gehabt. Bei denen ist die lila Kuh als Erkennungsmerkmal aber nach dem Zweiten Weltkrieg einfach verschwunden. Und für Milka ist die Kuh dann erst 1952 lila geworden. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung. Lila. Einfach geklaut. Die Prinzen hatten recht. Alles nur geklaut. Prinzenrolle. Jetzt schließt sich der Kreis. Die Milka-Kuh ist also in Wahrheit eine Lüge. Mein Leben ist eine Lüge. Krass. Und was will man in einer Welt voller Lügen am liebsten? Wahrheiten. Und wo gibt's dir? Hier bei mir. Meine Videos sind immer meistens hundertprozentig wahr und zertifiziert. Zum Beispiel das hier. Genussvoll genießen. Die zarteste Verführung, seitdem es YouTube gibt. Draufgeklickt, bam.